the show, everyone will know that we will be the ones that hold our lives true. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold our lives true. Wir sind gestartet in der Trabantklasse und der Favorit liegt auf dem Dach in der Kurve. Ui, 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 Überraschungsaktion dort hinten auf den ersten Metern. Der erste Stahl-Ranko liegt auf dem Dach. Die Flagge ist draußen, alles in Ordnung beim Fahrer. Der Per Stahl-Ranko ist draußen. Nicke kommt aus seinem Fahrzeug herausgeklettert. Heieiei. Das ist sicherlich eine Überraschung. Der Top-Favorit ist draußen und kann das Rennen nicht zu Ende fahren. Die Wühlmäuse haben die Führung übernommen. Niklas Balz noch einmal auf Platz 1 unterwegs mit seinem Gefährt. Swang Bulldog auf dem zweiten Platz. Die Teufel auf Platz 3, Bordekutze 4 und Vorland 5, die Dünenblitzer auf der 6. Aber Niklas Balz ist in einer anderen Dimension unterwegs. Er hat hier eine halbe Bahnlänge Vorsprung herausgefahren gegenüber Strong Bulldog und den Teufeln, gegenüber den Bordenpützen und den Vorländern. Die sind hinten dran und der Pferdstall ist ausgeschieden. Eine Nullrunde zum Abschluss, das ist bitter. Das könnte am Ende vielleicht sogar das Treppchen kosten. Der Pferdstall Rako liegt auf der Seite und kann hier nicht mehr um die Punkte mitfahren. Vorne auf Platz 1 die Wühlmäuse. Sie machen weiter das Rennen und führen souverän das Feld an. Die Dünenblitzer und Swang Bulldog dann dahinter unterwegs. Die Zielflagge wird schon mal gehobelt für die Wühlmäuse. Auf Platz 1 über die Ziellinie. Die Dünenblitzer haben noch Runde zu fahren. Swang Bulldog noch einmal auf 2, die Bordenpüchse noch einmal auf 3, die Teufel auf der 4, die Vorländer auf dem 5. Platz über die Ziellinie gefahren. Hier im ersten Junioren-Trabantlauf. Zweites Rennen noch einmal mit dabei. Hier Emily Tausch von den Kajos aus Grimmeln. Tommy Schwank ist noch einmal dabei von den Gremlins. Dann die Pomeraner Eisenschweine, Lukas Krüger. Dann haben wir die Kampfkeiler mit Rena und der 725. Lena Marie ist dabei von den Duke Boys mit der 948. Der William vom Stocker-Team Engelsbach und unterwegs. Und da haben wir den 8. Platz für das Buggy-Team Vorland-Team. 36 Punkte, ein Riesenapplaus für die Selina mit der Startnummer 601. Auf dem 7. Platz mit 39 Punkten. Das sind harte Entscheidungen hier. Steve Schulz von Strong Bulldog mit der Startnummer 520. Der 6. Platz, 40 Punkte. Selina Wodrich von den CDWitzer Flitzern, die Startnummer 959. Der 5. Platz, noch einmal 40 Punkte. Paul Buchholz von den Bonnenfüchsen, die Startnummer 827. Auf dem 4. Platz am Ende, ja, das hat das Treppchen gekostet, die letzte Nullrunde. Der Nick vom PS Starako mit der Startnummer 688, 42 Punkte. Und genau ein Punkt mehr, 43 Punkte, obwohl auch er eine Nullrunde hingelegt hat. Der junge Mann vom Cario Racing Team Grimmeln, der live mit der Startnummer 537. Was für eine enge Entscheidung. Auf dem 2. Platz 53 Punkte. Buggy Team Vorland, der Steven Schmalz mit der Startnummer 363. Und dann noch einmal 5 Punkte obendrauf, 58 Punkte. Die Wühlmäuse, Niklas Balz mit der Startnummer 698. Nein,
die Nachwuchsfahrer aus dem Jahre 2017. Beim Mega Race 2017 im Sommer lassen sich noch einmal feiern. Toller Auftritt hier von den dreien auf dem Treppchen. Die Wühlmäuse auf 1, die Vorländer auf 2. KU Racing Team Grimmen auf der dritten Position.